deutsch-niederländische Grenze ist in diesem Naturgebiet ziemlich außergewöhnlich. Schaut man sich den Nationalpark De Mijnweg auf der Karte an, dann liegt ein rechteckiges Stück Niederlande quasi als Ausläufer in Deutschland. Sehr seltsam. Wir versuchen mal herauszufinden, wie das entstanden ist. Dazu fahren wir zum Plateau am Ende des Rechtecks, denn dort stehen nämlich ein paar Häuser. Sie haben im Jahr 1985 Ihre Doktorarbeit über De Mijnweg geschrieben. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Was war für Sie das Außergewöhnlichste an diesem Gebiet? Abgesehen davon, dass es schon damals ein wunderschönes Naturgebiet war, gab es bereits grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Man arbeitete hier schon seit dem Mittelalter miteinander. Jede Gemeinde hat doch hier ein eigenes Stück Land, oder? Nun, das war nicht immer so. Jeder durfte früher überall sein Holz schlagen oder sein Vieh weiden lassen. Erst bei der Verteilung im Jahr 1807 erhielten die Gemeinden jeweils ein Stück Land zugeteilt. Das hier war das Gebiet von Roermond und Herten. Und das dort gehörte dem deutschen Karken. 12 Dörfer aus den Niederlanden und aus Deutschland durften lange Zeit einen Teil des Mijnwegs nutzen, um Bäume zu roden. Das war das gemeinschaftliche Gebiet, daher auch der Name Mijnweg. Diese Einteilung gibt es heute nicht mehr. Heute ist es ein ausgestrecktes Naturgebiet. Auf niederländischer Seite ist es der Nationalpark De Mijnweg. Oben auf dem Plateau stehen ein paar Häuser und Bauernhöfe. Die sehen richtig deutsch aus, aber gehören zu den Niederlanden. Die Menschen kommen hier von deutscher Seite aus hoch und sehen direkt in ihrer Sprache, was man hier erleben kann. Sie haben viele Kunden aus Deutschland? Ja, so ungefähr 60% ist deutsch. Die Familie Willemsen wohnt bereits seit 4 Generationen auf dem Mijnweg-Plateau. Früher gab es hier sogar eine Grundschule und einen Schützenverein. Und von den vielen Cafés aus wurde einiges über die Grenze geschmuggelt. Das Einzigartige an diesem Gebäude ist, dass es praktisch auf der Grenze steht. Wenn wir es so betrachten, steht es eigentlich größtenteils in Deutschland. Und das Beste ist, dass die damaligen Schmuggler hier früher einfach durch die Vordertür ins Haus gingen und durch die Hintertür in Deutschland rauskamen. Oder andersherum kamen Deutsche durch die deutsche Hintertür rein und vorne im Nachbarland wieder raus. Das ist wirklich einzigartig. Ja, ich hab von allem was. Na, komm mal zu gucken. Für die kleine Ansiedlung auf dem Mijnweg kommen das Trinkwasser und auch die Elektrizität aus Deutschland. Boten beider Länder verteilen hier die Post. Aber mit dem niederländischen Telefon hat es dagegen nicht so gut geklappt. Wir hatten letztens 3 Monate kein Telefon. Wie das kam? Irgendwann hat man versehentlich eine Leitung durchgetrennt. Die niederländische Telefonleitung, die hierher führt. 3 Monate hat es gedauert, bis wir wieder angeschlossen wurden. Als Anwohner haben wir uns zusammengetan, um das Problem gelöst zu bekommen. Als Einzelner hatte das nämlich wenig Effekt, aber als Gruppe passierte dann doch schnell was. Der Mijnweg ist also wieder erreichbar? Ja, der Mijnweg ist wieder erreichbar.